Dann begrüße ich jetzt ganz recht herzlich Tim Meyer, Professor und Doktor der Sportmedizin. Sie sind seit vielen Jahren beim DFB engagiert, natürlich auch als Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft. Aber aktuell bestimmt Ihr Leben ja eine ganz andere Komponente, und zwar das Hygienekonzept, das den Profifußball wieder ins Laufen bringen soll. Deswegen interessiert uns natürlich zuallererst, wie haben Sie die letzten Wochen erlebt? Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Hektik und so viel auch Druck natürlich, weil es sehr viel öffentliche Diskussionen gab. Ich bin da ja nicht reingerutscht, weil ich es unbedingt wollte, sondern es ergab sich, weil ich auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission bin. Da finde ich es auch angemessen, dass ich dann dafür zur Verfügung stehe. Aber die letzten Wochen waren schon besonders, während die allerersten Tage der Corona-Epidemie eher so die ganzen Streichungen von Terminen brachten, kam dann das totale Gegenteil. Sie sind ja der Leiter dieser Taskforce Sportmedizin Sonderspielbetrieb. Wie kann man sich diese Taskforce denn vorstellen? Wer ist da alles dabei und wie organisieren Sie sich? Also diese Taskforce hat 8 Mitglieder. Das sind 4 ärztliche Mitglieder. Neben meiner Person noch Frau Professor Gärtner, Herr Dr. Krutsch und Herr Dr. Braun. Und dann sind es 2 Mitglieder von DFL und DFB, insofern eben auch beide Organisationen vertreten. Sicherlich sind die medizinischen Dinge Aufgabe gewesen in erster Linie der ärztlichen Mitglieder, aber es gibt ja auch viel fußballspezifischen Sachverstand, den es zu berücksichtigen galt. Insofern waren sowohl die Vertreter von DFB als auch von DFL ebenfalls gefragt. Ja, jetzt gab es vor einigen Tagen einen sehr, sehr großen Erfolg, denn die Politik hat ihr Hygienekonzept bekommen. Sie hat es erhalten, sie hat es durchgesprochen und durchgewunken. Allerdings nur für die DFL, die Deutsche Fußballliga, die quasi für erste und zweite Bundesliga zuständig ist. Da wird in knapp einer Woche wieder gespielt. Wie konnte es passieren eigentlich, dass dann vom DFB, dem auch Sie ja angehören, eigentlich kein Gehör in der Politik gefunden worden ist? Also, dass die dritte Liga und die Frauenfußball oder die Frauenbundesliga nicht Bestandteil dieser grünen Ampel war, der Politik? Letztlich weiß ich das nicht. In politische Gespräche war ich nicht involviert. Grundsätzlich wurde dieses Konzept für den Berufsfußball entwickelt. Das Konzept ist anspruchsvoll und ist sicherlich auch nicht ohne weiteres überall zu verwirklichen. Aber es war grundsätzlich konzipiert für den Beruf als Fußballspieler. Also wir haben keine konzeptionellen, prinzipiellen Unterschiede gemacht. Was dazu geführt hat, kann ich im Endeffekt nicht sagen. Sie hatten ja trotz allem auch die Drittligisten, Sie haben es eben gesagt, die Berufsfußballer im Blick. Wie kann ich mir das vorstellen? Bedeutet das auch, dass die Drittligisten aktiv damit reingenommen worden sind in dieses Hygienekonzept? Dadurch, dass die Vertreter von DFB und DFL dabei waren, gab es natürlich über die Wochen auch immer wieder Gespräche mit den entsprechenden Ligen. Da war ich persönlich gelegentlich, aber letztlich eher selten dabei. Nur die Belange dieser Ligen wurden zumindest über die Vertreter der beiden Organisationen aufgenommen. Jetzt gibt es ja wohl auch ein paar Unterschiede zwischen dem Konzept, natürlich für die DFL, aber auch für den DFB. Also sprich, für erste, zweite Liga ist es leicht modelliert. Zur dritten Liga, man hört, dass auch das Konzept für die dritte Liga etwas einfacher zu gestalten sei. Wie schätzen Sie das ein, beziehungsweise wo liegen denn die großen Unterschiede? Also von der Taskforce gibt es keine 2 Konzepte. Es gibt nur ein Konzept und das ist nicht an irgendeine Liga gebunden, sondern ist insbesondere an hygienische und medizinische Überlegungen gebunden. Natürlich ist es so, dass in Stadien, wo zum Beispiel weniger Platz ist, einige Maßnahmen, die wir getroffen haben, zu Abständen zwischen Gruppen weniger leicht einzuhalten sind als in wesentlich größeren Stadien. Das muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass man es gar nicht durchführen kann. Es führt aber unter Umständen dazu, dass dann Dinge einfach länger dauern. Das heißt also, Abläufe verändern sich. Natürlich gibt es aber auch Komponenten, wie beispielsweise die Testungen, die wir fordern, die auch Geld kosten. Insofern gibt es auch finanzielle Aspekte zu bedenken. Aber nochmals, das Konzept an sich ist nicht für irgendwelche Klassen unterteilt.
Natürlich gibt es noch andere Faktoren, die schwer zu beeinflussen sind, zum Beispiel die Gesundheitsämter. Sie haben das schon öfters betont. Sie haben gesagt, wenn die örtlichen, lokalen Gesundheitsämter nicht Ja sagen zu dem Konzept, dann kann auch nicht trainiert bzw. nicht gespielt werden. Gab es da einen Austausch mit vereinzelten Gesundheitsämtern? Wir haben alle Beteiligten in den Vereinen gebeten, sich mit den Gesundheitsämtern in Verbindung zu setzen, damit sie die entsprechend informieren, damit auch eine Gesprächsebene besteht für den Fall, dass zum Beispiel Dinge geändert werden müssen. Da gab es viele Gespräche, die waren in aller Regel ohne unsere Beteiligung. In dem Moment, wo es Informationsbedarf von Seiten der Taskforce gab, sind wir da gerne bereit gewesen, das auch zu liefern. Aber an vielen Orten war diese Gesprächsschiene bereits etabliert. Und auch nur so kann es ja vernünftig gehen. Letztlich entscheiden ganz klar die Gesundheitsämter. Und es ist unsere Aufgabe, Ihnen die entsprechenden Informationen zu liefern. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wird es dann in der dritten Liga nochmal zu einem rollenden Ball kommen in dieser Saison? Es ist für mich sehr schwierig einzuschätzen, weil ich auch die Lage in den Clubs im Einzelnen nicht kenne. Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass es da Diskussionen gibt, die auch sicherlich an sehr vielen Stellen nachvollziehbar sind. Ich möchte mal keine Prognose wagen, würde mich aber natürlich freuen, wenn Sie weiterspielen. In der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ist es ja gelungen. Wie intensiv haben Sie das erlebt? Ich meine, das war ja ein Auf und Ab. Letzten Endes gab es dann von der Politik zumindest den Daumen nach oben. Aber trotzdem ist man noch nicht am Ende der Reise. Es kann immer mal wieder was passieren, dass das Konzept quasi wieder durcheinander wirbelt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie diese Saisons zu Ende bekommen, erste und zweite Liga? Ach, ich bin schon guter Hoffnung. Erlebt habe ich das, ich möchte sagen, in zwei Phasen. Natürlich ist erstmal die Konzeptentwicklung erforderlich gewesen und da ist es ja glücklicherweise so gewesen, dass relativ einhellig gesagt wurde, dieses Konzept ist fundiert und ordentlich. Die Einwände, die es gab in der öffentlichen Diskussion, waren eher prinzipieller Natur und nicht gegen das Konzept im engeren Sinne gerichtet. Das lässt einen natürlich dann auch erstmal ein bisschen aufatmen, das hat man also geschafft. Jetzt ist es aber so, dass bei der Umsetzung wir unheimlich stark an der Disziplin der Beteiligten hängen. Und die Beteiligten, das sind ja nicht 10 Leute, die man irgendwo einzeln ansprechen könnte, sondern das sind 36 Clubs mit Spielern und Betreuern. Und das ist nicht einfach. Weder für uns noch in den Vereinen. Es ist einfach extrem wichtig, dass überall Disziplin gewahrt wird. Ansonsten besteht einfach die Gefahr, dass das Ganze ins Stocken gerät oder scheitert. Deswegen kann ich nur nochmal appellieren an alle Beteiligten, wirklich diszipliniert sich im Alltag und auch im Stadion und Trainingsumfeld zu bewegen, damit das Ganze klappt. Denn das Konzept, glaube ich, stellt die Voraussetzungen zur Verfügung, dass es klappen kann. Aber wenn die Protagonisten nicht mitspielen, wird es sehr, sehr schwierig. Sie sind Mediziner, Sie sind quasi auch ganz nah dran an den Leuten, denen es vielleicht auch teilweise nicht so gut geht. Wie entgegnen Sie denn dieser gesamtgesellschaftlichen Kritik, dass der Fußball eine Sonderrolle einnimmt? Ist das wirklich so oder könnten Sie das negieren? Also eine Sonderrolle im Sinne von Sonderregeln, das kann ich konkret bestreiten. Denn es ist überhaupt nicht so, dass zum Beispiel gegenüber den Gesundheitsämtern hier Regeln gelten, die gegenüber anderen nicht gelten. Das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, wenn man sich ein wenig gründlicher auseinandersetzt mit dem, was im Training bislang passiert ist oder in Kürze passiert und den Testergebnissen, dann wird man das auch erkennen. Vielfach ist die Diskussion hier recht oberflächlich. Ich kann natürlich schon verstehen, wenn Menschen sagen, es gibt im Moment Dinge, die stehen eher im Vordergrund, als dass der Ball wieder rollt im Fernsehen. Dem kann ich nur entgegenhalten, das ist natürlich eine zwiespältige Angelegenheit in der Diskussion. Aber es gibt mindestens 2 oder 3 Punkte, die eine Rolle spielen, die auch dafür sprechen. Einerseits, wie andere Branchen auch, hat der Profifußball sicherlich ein Recht, dass er ebenfalls weitermachen möchte. Da ist grundsätzlich erstmal nicht abhängig davon, wie viel man verdient, sondern das ist für jede Branche, glaube ich, legitim. Zum Zweiten kann man sicherlich sagen, dass Fußball für viele, bestimmt nicht für alle, aber für einen großen Teil der Bevölkerung auch sowas wie Zerstreuung oder auch den Anschein einer wieder auftretenden Normalität gibt, was bestimmt an vielen Stellen begrüßt wird. Und letztlich, aber das ist sicherlich nicht mein Hauptargument, hängen natürlich am Profifußball auch eine Menge Arbeitsplätze.
Und dieser Verantwortung müssen sich aber dann auch die Spieler und Trainer, Betreuer wirklich bewusst sein. Denn nur mit entsprechender Disziplin, ich sagte es eben schon, wird man auch erreichen, dass zum Beispiel diese Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben können. Das würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort. Ich will Ihre Zeit nicht weiter noch schröpfen. Sie haben sicher genug zu tun. Vielen Dank für Ihre Aussagen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, vor allem mit unserer dritten Liga. Dankeschön.